Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Anthem, meine lieben Freunde. Das geile Open World MMO Shooter. In der letzten Folge haben wir leider nicht viel gemacht. Wir haben uns unseren ersten Javelin ausgewählt. Das ist der hier, der schöne Koloss, meine lieben Freunde. Und ja, das wird unser erster sein. Ab Level 8 können wir den zweiten nehmen. Dort werden wir uns wahrscheinlich für den Ranger entscheiden. Das könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht den Ranger nehmen sollen oder den Grünen oder der Magier-Typ da so ein bisschen in der Art. Im Moment möchte ich ganz gerne den hier spielen. Ich werde ihn noch nicht verändern, farblich und sowas. Ich warte erst darauf, dass ich ein paar Teile habe, ein bisschen Geld habe, Level gestiegen bin. Und dann gucken wir mal, wie wir ihn aufmotzen werden. Und ja, ich würde mal sagen, wir steigen ein und beginnen mit der Expedition, meine lieben Freunde. So, ein da Wunderbärchen. So, zack. Und Expedition. Alles klar. Vermisster Arkanist, das müsste die Quest sein. Genau, Symbole, zack. Und warte mal. Warte mal. So, hier die Quest. Die ist jetzt aktiv. Genau, vermisster Arkanist. Und starten. Expedition wird gestartet. Und jetzt laufen wir unser erstes Abenteuer mit unserem neuen Javelin. Meine lieben Freunde, da ist er. Groß, brutal und breit. Wie wir. Oder wie ich ja gesagt, Entschuldigung. Ich will euch ja nicht als dick beleidigen. So, meine lieben Freunde, ich bin echt gehypt auf das Game. Doch, jetzt muss ich es sagen, am Anfang in irgendeiner Folge gesagt, ich bin nicht so gehypt, aber jetzt bin ich gehypt. Es macht so viel Spaß, meine lieben Freunde. Echt nice. Und vollbringe Heldentaten, um Erfahrungspunkte zu verdienen, um dein Pilotenlevel zu steigern. Werden wir machen. Eieieiei, meine lieben Freunde. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet mit den, dass ich mich in Videos die Kamera ausblende, ob ihr das besser findet, weil ja, man sieht dann ja mehr und das ist ja einfach cooler und weiß ich nicht. Also ich finde es cooler, wenn ihr es anders seht. In die Kommentare, meine lieben Freunde. Hat von euch jemand das Game? In die Kommentare. Und habt ihr Tricks und Tipps dann auch in die Kommentare, meine lieben Freunde. Ja, der Ladebalken da oben. Ja, es hat geschafft. Dan Frog 421, Mystery Da Francie. wären wir, Freelancer. Bereit, dich hineinzustürzen? Ja, bin ich. Na, dann lass diese große, beängstigende Welt nicht warten. Unser Auftrag besteht darin, den Arkanisten Mathias aufzuspüren. Tessin hat uns die Position gegeben, an der er sie das letzte Mal kontaktiert hatte. Ach so, das ist mein Kollege. Wo? Ah, da. Boah, wenn der aufprallt, ey, das ist aber schon nice, du. Die von Tessin zur Verfügung gestellten Koordinaten sind nah. Ich empfange den Kurzwellenfunk des Lagers. Kaputte Ausrüstung von Arkanisten. Und Okay. kein Matthias. Irgendwas hier, was wir einsammeln können. Sehe ich jetzt so auf die Schnelle nicht. Oh, warte mal. Hab da noch ein Signal. Gleiche Frequenz. Dann gibt es mehr als ein Lager. Folgen wir dem Signal. Noch ein zweiter Koloss. Ich glaube, der scheint doch sehr beliebt zu sein. Hey, ich habe eine neue Fährte. Für besseren Empfang müssen wir zum Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Dann ab dahin. Noch was, das ich wissen sollte? Abgesehen davon, dass sich Arkanisten dort draußen in Gefahr begeben? Über Matthias.
Hochintelligent und leichtsinnig. Er genießt einen gewissen Ruf unter den Arkanisten. Keinen guten. Wie man einen schlechten Ruf bekommt, steht im Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Das Funksignal wird stärker. Matthias hat eindeutig mehr als ein Lager aufgebaut. Okay, hier sind mehrere Lager angeblich. Arkanisten lokalisiert. Sie sind tot. Und immer noch keine Spur von Matthias. Stimmt. Alle tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Such nach allem, das uns bei der Suche helfen könnte. Hey, der ist grün. Ist das, er ist ja auch einer. Warum sind denn alle Koloss? Finden. Okay. Bin ich auch mal gespannt, was jetzt hier gleich auf uns zukommt. Die Suche dauert zu lang und es ist zu still. Skarbe hindern die Suche. Unternimm etwas. Diese Plünderer versauen echt immer alles. Auch mal durchballern. Erledige die übrigen Ska. Funksignal? Ich arbeite noch dran. Ich bummel am Funksignal rum, um die nächste Position zu finden. Ruhig, Leute. Versteh schon. Beeil dich einfach. Natürlich. Steht eine Menge auf dem Spiel, ich weiß. Mist müssen wir töten. Jetzt müssen wir erst einmal die letzten Ska vertreiben. Ach, warum lade ich denn da ab? Sorry, boys, I'm doing some keybinding here. Just give me a second. Ah, okay, okay. Keybindings einstellen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hat sich Matthias nochmal gemeldet? Nichts. Und ich habe das Funksignal gerade verloren. Wir brauchen einen Signalverstärker. Warte, hab einen gefunden. Hier ist ein Haufen Ska. Boah, da kriegt er aber mal einen auf die 12 hier. Ich habe noch nie eine so hohe Ska-Aktivität gesehen. Was ist hier los? Weiß auch nicht. Ist aber kein gutes Zeichen. Oder aber gerade hier mal. Die Attacke ist schon geil, die Kuh-Attacke. Mehr Ska im Anmarsch. Sieht aus, als nutzen sie Tore. Die hasse ich. Echt unfair. Okay, die hasst er. Waffe finde ich nicht so pralle. Entschuldigung. Ah, der hat den grünen genommen. So sieht der grüne aus. Okay, suche also nach einem Signalverstärker. Okay. Ja, er sollte in der Nähe sein. Du musst ihn nur aktivieren. Signalverstärker funktioniert. Ich gehe okay. Die Stufen hoch, suche nach einem Versteck, werde von Ska verfolgt. Matthias? Er kann uns immer noch nicht hören. Ich habe die Koordinaten. Jetzt sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus, hat er echt cool zusammengestellt.
Also auf jeden Fall Augen offen halten, damit wir auch Sachen zum Einsammeln. Ich bin überhitzt. Ah, das zum Beispiel. Sowas auf jeden Fall immer mitnehmen. Boah, das Lenken, also das Fliegen ist hier echt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Arkanist ist nicht im Lager. Warte. Ich habe eine Idee. Wir sind dem Signal dieses Funkgeräts gefolgt. Die Ska haben es zerlegt. Wenn wir das reparieren, können wir bestimmt Matthias finden. Okay. Muss irgendwas zerlegen, damit wir irgendwie einen Typen finden. Was passiert da mit den Ska? Irgendwas hat sie wütend gemacht. Gemacht, das kann er wohl nicht. War das etwa übel? Das war schon der letzte Ska. Reparieren wir das Funkgerät. Was soll ich tun? Öffne die Zugriffsklappe für mich. Ich erledige den Rest. Oh, da bin ich wohl weg. Zugriffsklappe offen. Ich beginne mit der Reparatur. Owen. Das sieht nicht nach einer Reparatur aus. Lass mich nur... Ah, verdammt! Warte mal, wir haben Gesellschaft. Ist eine Reparatur möglich? Oh, oh, eingeschränktes Wohnbereich. Kümmer du dich um die Ska. Ich erledige das hier. Schnell, also der Grüne ist schnell. Ich glaube, irgendeiner war hinter mir. Habe ich zumindest gehört. Wunderschön Dolby Surround Kopfhörer. Bin dabei! Schreib mich doch nicht so an. Da, der ist down. Die Tore schließen sich. Wir haben sie wohl verscheucht. Kümmern wir uns um den Rest. Und dann zurück zum Funkgerät. Er ist echt schnell, Alter. Okay, ich glaube, ich hab's. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Gut, wenn er es hat. Funktioniert. Ich habe eine Position. Ich schalte Matthias dazu. Ich rufe alle in diesem Gebiet. Ich benötige Hilfe. Die Ska sind überall. Es Alles funktioniert. Klar. Matthias, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Welche Erleichterung. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich verstecke mich, aber die Ska suchen nach mir. Ich kann sie sehen. Du musst dich beeilen. Halte durch. Wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir da hochfliegen können. Oder auch doch. Uiuiui. Kannst dich aus den Effekten eingesponnen und eingefroren schnell befreien, indem du springst, okay? Wir sind in den Ruinen. Es scheint sowas wie ein Dungeon, glaube ich, hier zu sein. Ich empfange sein Funksignal. Bist du in Ordnung? Ein bisschen lediert, aber es geht. Siehst du die Rampe da vorne? Die mit der Statue? Geh da hoch. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall viele Sachen mitnehmen. Irgendwelches Gar in deiner Nähe? Siehst du was? Hatte ein paar brenzlige Situationen. War knapp. Sie sind ganz schön unnachgiebig. Also ich find's echt schade, dass jetzt alle so aussehen wie, wie wir. Was ist das? Ich habe ein paar Kanister gefunden. Hm, könnten nützlich sein. Mach keine gefährlichen Experimente. Keine Sorge.
Das wird eine kontrollierte Explosion. Ich glaube, du solltest dich beeilen. Da vorne haben wir es mit ein paar Skat zu tun. Weniger für Messias. Das ist gut. Skat-Zerstörer, Alter. Kopf weggeballert, ey. Was? Kein getroffen? So, fertig. Zeit für den Praxistest. Was ist los? Metall? Es hat geklappt. Kleine Falle. Die Skar sind direkt reingelaufen. Ich muss in Bewegung bleiben. Kann das Ding nicht verfolgen, ey. Zieh dein Schild, Alter. Ein paar Mucken, ey. Anstatt einfach mal das Schild zu zünden, zack, bam. Wir müssen hier irgendwas rausholen. Da kommt noch mehr. Achte auf die Nester. Okay. Ah, das, die Nester werden da angezeigt. Alles klar, ab zum nächsten. Wuhu! Was ist denn hier los? Bam. Oh, Leute. Wer schießt denn da von hinten auf mich? Erledigt. Kümmern wir uns um die Skar. Alles klar. Wow. Matthias, gib mir einen Lagebericht. Ich glaube, ich sehe sie. Einen Moment. Ich bin in Ordnung. So tief in den Ruinen war ich. Ich dachte, da wäre was. Einfach weiter. Ich bin fast da. Dass ich falsch laufe. Ja. Wir haben den Tunnel erreicht. Nicht mehr weit. Die Hauptkammer ist gleich da vorne. Es ist unglaublich. Seht ihr, das meine ich, ey. Das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Wo man auch gerade schon mal hier ist. Hallo? Klaut er mir jetzt alles hier oder was? Also auf de... Was ist das denn? Stimmt doch gar nicht. Ich habe Internet. Volle Leistung. Mann, ja gut, meine lieben Freunde. Dann beenden wir da hiermit auch die Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.